von der Region für die Region. Herzlich willkommen bei Kufstein TV, Ihrem Regionalsender von der Region für die Region. Mein Name ist Albin Winkler und ich darf euch dieses Mal wieder ein buntes Programm präsentieren. Los geht's mit unseren Wochenhighlights. Fit wie ein Turnschuh. Der ATV Kufstein feierte rundes Vereinsjubiläum. Das Leben ist ein Wunschkonzert. Das Indie Sunset verwandelte den Kufsteiner Stadtpark in ein pulsierendes Festivalgelände. Erfolg hat viele Gesichter. Am Wirtschaftstag sehen wir erneut zahlreiche Facetten der Ebser Unternehmerkultur. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ein Projekt der Spar stellte diese Redewendung für einen Tag lang auf den Kopf. Seit nunmehr 60 Jahren dient der ATV als Anlaufstelle für sportbegeisterte Kufsteiner. Anlässlich des runden Vereinsjubiläums luden die Verantwortlichen zum großen Fest und auch Kufstein TV stand auf der Gästeliste. Vorher bleiben wir ebenso sportlich. Mit der zweiten Ausgabe unserer Bike-Tipps, präsentiert von InBike in Kufstein. Und gleich im Anschluss die Werbung. Ah, servus, ich bin's, der Felix von InBike und ich habe heute ein paar Tipps für euch bezüglich E-Bikes. Grundsätzlich ist wichtig, wenn ihr ein E-Mountainbike sucht, dass ich eine große Leistung habe, sprich einen großen Akku, einen starken Motor. Wenn ich im Stadtbereich unterwegs bin, das heißt als Pendlerrad das nutze, genügt mir ein bisschen schwächerer Motor. Nur zusätzlich dazu sind wichtig, dass man Vierkolbenbremse am E-Bike hat, weil einfach beim E-Bike das Gewicht immens höher wird. Nur wichtig ist, dass man, sag ich mal, bei dem Mountainbike einen Akku rausnehmen kann. Ja, wenn man mal irgendwo unterwegs ist, man bleibt auf der Hütte stehen und hat 10-15% Akku noch, dann kann man den Akku rausbauen, kann ihn in der Hütte aufladen. Wenn ich am Berg unterwegs bin mit dem Rad, sollte ich darauf achten, dass ich auf den Federweg achte. Das heißt, Federweg wäre für so Bergtouren und so Minimum 130 mm, dass es nur, sag ich mal, Spaß macht zum Fahren bergauf. Beim Stadtrad-E-Bike muss man achten darauf, dass man komfortabel sitzt, dass man eben auch gemütlich von A nach B pendeln kann, dass vielleicht auch Gepäckträgermöglichkeiten möglich sind. Das heißt, dass man Taschen, Körbe etc. zum Einkaufen auch benutzen kann. Du bist neu in dem Thema, kannst einsteigen in das Ganze, auch wenn du keine Fitness hast, kannst du halt die Fitness antrainieren. Das heißt, du kannst mit weniger Unterstützung die mehr verausgaben, mit mehr Unterstützung hast du natürlich entspannter. Vorteil ist, ich kann jetzt stetig bei jeder Tour boxen, das heißt mein Fitness steigern, mehr Spaß drauf haben, ohne dass ich mich eigentlich mehr oder weniger total verausgaben muss. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Tipps bezüglich dem Thema E-Bike geben können. Wenn ihr Fragen habt, kommt bitte vorbei oder ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, wir sind gerne für euch da. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Der Allgemeine Turnverein Kufstein feierte sein 60-jähriges Bestandsjubiläum und rückte dabei vor allem die Besonderheiten der Sportorganisation ins Rampenlicht. Besonders macht auf alle Fälle das Familiäre, die Gemeinschaft, dass man Freunde findet, die jeden gern aufnehmen. Die Gemeinschaft ist sicher das Tolle in unserem Verein. Der feierliche Rahmen wurde dazu genutzt, um langjährige Mitglieder für ihre Treue zu ehren. Wir haben
haben ja bei der ASKE über 500 Mitgliedsvereine und der ATV ist also wirklich ein Traditionsverein, also seit vielen Jahren dabei und auch sehr vielseitig, hat viele Sektionen, macht einen super Job, also ganz viel Funktionärsarbeit, ganz viel Trainer, ganz viel Kinder und wirklich von jung bis alt ist da alles dabei und sie bieten eine breite Palette und das ist ganz, ganz wichtig für den österreichischen Sport. In den letzten 60 Jahren gab es auffällige Änderungen im Sport- und Vereinswesen. Vor 60 Jahren waren noch nicht so viele Sportarten da. Da hat man sich mit anderen Sachen begnügt. Also es war alles ein bisschen einfacher. Aber der Zusammenhalt ist immer noch derselbe. Früher, wenn man einen Trainer gehabt hat, der hat das für den Verein getan. Jetzt ist es so, dass man einen Trainer findet, der was das nur aus Begeisterung tut, findet man sehr schwer. Wir haben immer das ehrenamtlich gemacht und das ist heute nicht mehr möglich. Jeder will bezahlt werden und jetzt ist es eben schwierig, junge Leute für sowas zu finden. Ein mitreißendes Highlight war die Tanzaufführung einiger ATV-Damen. Bei der geballten Historie an diesem Abend erinnerten sich die Mitglieder unweigerlich an heitere Anekdoten. Da haben wir mal einen Ausflug gemacht in Linz. Haben wir uns angemeldet, dass wir mit Schiffel fahren können, Linz, Passau. Und da hat mein Bruder Schwimmflügel mitgenommen. Und da haben wir alle Schwimmflügel aufgetan, sogar Fremde hat er gehabt. Und dann beim Einsteigen ist der Kapitän oder einer von den höheren Schiffsangehörigen dabei gestanden und hat gesagt, was wir die Schwimmflügel. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben gehört, das ist nicht ganz sicher, das Schiff. Die wollten uns bald nicht reinlassen. Das ist der erste Vereinshaus von 1963. Den habe ich bis jetzt aufgehalten. Als Beweis, dass wir so lange dabei sind. Der ATV Kufstein hofft auf viele weitere solcher Erinnerungen und blickt frohen Mutes auf die nächsten 60 Jahre. Bereits zum 13. Mal hatten Studierende der Fachhochschule Kufstein die Aufgabe, ihr eigenes Festival auf die Beine zu stellen. Ob das Indie Sunset die Massen auch heuer wieder begeistern konnte, seht ihr in unserem Nachbericht. Künftige Event-Highlights gibt's direkt danach. Mit den Kufstein-TV-Veranstaltungstipps. Nächste Woche auf QTV? Whatever I do it for you. Das Indie Sunset gehört in Kufstein mittlerweile zum festen Eventprogramm und hat im Stadtpark quasi Wurzeln geschlagen. Jahr für Jahr übernehmen Studierende der Fachhochschule Kufstein die Organisation. Also wir sind insgesamt zu siebt im Team und das wird jedes Jahr an das nächste Projektteam übergeben. Wir haben da alle Bereiche dabei, also Sponsoring, Bands und Technik, F&B und so organisiert dann jeder. Wir organisieren seit letztem Jahr. Mitte letzten Jahres. Ja, also ich bin von Genussmittel und wir sind hier Auftraggeber beim Indie Sunset Festival und wir haben die Hauptaufgabe eigentlich die Bar heute zu betreuen und einfach die Leute mit Getränken zu versorgen, sodass auch eine super Stimmung entsteht. Wir haben natürlich auch noch Rundumprogramme, also Side-Events. Wir haben die Cocktailbar mit dem World Class Austria-Gewinner 2019 David Zaremba. Wir haben eine Tombola mit tolle Preise. Wir haben Bierpong, Fotobox und natürlich unsere Bands.
Also Indie Sunset ist auf jeden Fall der Start in einen einzigartigen Festivalsommer. Bei uns ist Tanzen in den Sonnenuntergang und ausgelassene Stimmung. Und wir haben jetzt drei Bands auf dem Programm. Zum einen Grant aus Wien und alle Bands, die bei uns spielen, sind aus Österreich. Es kommt noch Copernico und Please Madam. Whatever I do it for you. Ja, wir sind echt froh, dass heute so ein super Wetter ist, dass einfach die Sonne scheint, weil Regen, klar, wäre etwas schlecht, aber die Stimmung ist echt super, viele Leute tanzen und haben Spaß. Kufstein, are you ready for Please Madam? Wie gewohnt sorgte das Indie Sunset auch heuer wieder für ausgelassene Stimmung und viele glückliche Gesichter. Also wir haben bei uns die Melissa, die ist Bands und Technik und die hat im Vorhinein eine Liste erstellt und hat da einfach ein paar Bands rein, die sie gut anhören. Und dann haben wir bei uns im Team demokratisch entschieden, wer kommt. Und wir haben auf eine Steigerung geachtet von Indie, ein bisschen gemütlicher und dann hin zu Indie-Rock, dass für jeden auf jeden Fall was dabei ist. Es ist doch sicherlich für unser Publikum, für unsere Bevölkerung interessant, in der jetzt hoffentlich zu Ende gehenden, abflauenden Phase einer Pandemie, jenen Gesundheitsminister zu hören, der damals im Amt war, als das Ganze begonnen hat. Ganz gleich, welcher Partei er angehört, das muss doch von Interesse sein. Auch, und das möchte ich jetzt betonen, wenn das Thema des Abends jetzt nicht die Pandemie ist, sondern die Bewältigung von Krisen im Generellen. Denn Krisen verfolgen uns von allen Seiten in den Medien, verschiedenster Natur, ökologischer Natur, politischer Natur. Wir haben wieder Kriege, die nahe unserer Heimat stattfinden. Wie kann man Krisen bewältigen? Wie kann man Perspektiven und Lösungen schaffen? Vielleicht kann uns Rudi Anschober dazu etwas sagen. Natürlich kann es da auch vorkommen, dass in den Gesprächen danach auch die Pandemie und andere Dinge thematisiert werden, denn die Nachtgespräche sind generell offen für Variationen des Themas, wenn sich in der Diskussion, die ja ein wesentlicher Teil des Ganzen ist, ergibt. The Art of Solo. Manuel Randi und Omid Bahadori sind die Musiker an diesem besonderen Abend am 26. Mai in der Kulturfabrik Kufstein. Der Italiener Randi ist vor allem als Mitglied des Herbert Pixner Projekts bekannt und lässt sich nicht nur auf einen bestimmten Stil festnageln. Bahadori wandelt zwischen multikulturellen Klängen mit Elementen aus seiner israelischen Heimat und vielen weiteren Einflüssen. Eine Jam-Session der beiden steht auf dem Programm. Sichere dir jetzt ein Ticket unter www.kupfticket.com. Nachdem wir letzte Woche bereits intensive Einblicke in den großen EPSA-Wirtschaftstag bekommen haben,
geht es dieses Mal weiter mit Teil 2 und weiteren vielseitigen Unternehmen aus der Gemeinde. Ich darf nun abgeben an meinen Kollegen Georg Anker. Über 40 Betriebe nahmen am 3. EPSA Wirtschaftstag teil. Und einige davon sahen wir uns genauer an. Wir sind bei Recon. Was macht Recon? Man fährt tagtäglich hier an der Hauptstraße an diesem Wirtschaftsgebäude vorbei. Wir schauen es uns jetzt an. Ja, bei mir ist jetzt der Chef von der Firma Recon, der René. Und der wird uns jetzt einmal erklären, was ist Recon, was macht Recon. Hallo René. Hallo, grüß dich. Recon ist im Ursprung einmal entstanden aus Rente Container. Wir kommen aus dem traditionellen Containergeschäft und haben uns in den letzten Jahren dann in Richtung schlüsselfertigen Modulbau entwickelt. Und da sind wir aktiv auf den deutschsprachigen Kernmärkten in Europa. Das war der erste Anlaufpunkt, aber der war gleich so interessant, dass wir da jetzt hängen geblieben sind. Und ich muss auch sagen, mein Sohn ist da. Und das hat uns jetzt einfach mal interessiert. Und es ist wirklich beeindruckend, muss man sagen. Also Recon jetzt speziell. Aber die Idee des Wirtschaftstages finde ich sehr gut. Wir hatten vorher ein paar Stationen gemacht über Kufstein und Umgebung, bis wir dann am Ende da im schönen Epps gelandet sind. Und da fühlen wir uns mittlerweile recht angekommen und entwickeln da unser Unternehmen Schritt für Schritt weiter. Ja, die Idee vom Wirtschaftstag ist natürlich super. Also grundsätzlich finde ich es total positiv, weil einfach das Thema Mitarbeiterakquise immer wichtiger und wichtiger wird und auch schon da der Kontakt von der Gemeinde Epps mit den Schulen hergestellt worden ist im Vorhinein, um einfach die Schüler darauf aufmerksam zu machen, dass an dem heutigen Tag die Gelegenheit gibt, sich Betriebe anzuschauen. Rund 100 Besucher nahmen am PICTA-Interessenstest der WKO Tirol teil. Bei dem Eignungstest, wenn man sich im Job nicht wohlfühlt, kann man feststellen, ob man vielleicht ganz in der falschen Richtung auf dem Weg ist und hat so die Möglichkeit, seine Leidenschaft, seine Profession in Form dieses Tests herauszufinden und dann vielleicht auch neue Überlegungen anzustellen, was den Job betrifft. Das erfreuliche Resümee: In Epps gibt es für jedes Interessensgebiet einen passenden Arbeitsplatz. Was ist Recon? Was macht Recon? Ja, herzlich willkommen bei der Firma Recon. Wir sind Sonderanlagenbauer im Bereich der Automobilindustrie. Wir produzieren Werkzeuge und Maschinen zur Herstellung von Automobilinterieurbauteilen. Und uns freut es sehr, dass der Andrang so groß ist. Was wir heute sehr stolz präsentieren im Bereich der Maschinen, eine tolle Robotermontagelinie für Türverkleidungen. Dann haben wir noch hier ein Non-Automotive-Projekt, das ist eine nachhaltige Getränkedose für Coca-Cola. Was wir dann sonst hier noch sehen, das sind zahlreiche Kaschieranlagen. Kaschieren heißt, wir beziehen Kunststoffteile mit Folien, Leder und Kunstleder. Ja, und als Abschluss dann in unserem Kulinarikon, in unserem Betriebsrestaurant, gibt es dann eine gute Jause und ein Getränk. Ich bin beeindruckt, dass wir so eine Firma da in unserem Land haben, die was so ein gewaltiges Hightech-Zeug baut. Unglaublich. Ja. Wir stehen jetzt bei der Biowärme Epps. Von hier aus werden 600 Haushalte und Betriebe in Epps mit Wärme versorgt. Wir gehen jetzt hinein. Dort erwartet uns Josef Anker und der wird uns Näheres zur Biowärme Epps sagen. Die Biowärme Epps gibt es seit 15 Jahren und wir versorgen in etwa 600 Haushalte, darunter die größten und Betriebe. Die größten sind der Freisinger Zimmerei Holzbau selber, das Hallertu und die Schule, die was 30% in etwa abnehmen von den ganzen. Wir verharzen 15.000 Schüttraummeter Holz im Jahr und haben eine Leistung, die zwei Kessel, wir haben zweimal 2.000 Kilowatt und einen Reservekessel in Öl mit 4.000 Kilowatt. Ja, ich muss sagen, es ist eine total gute Veranstaltung wieder. Die letzte, glaube ich, war ja vor 5 Jahren und dass es wieder so gut eingeschlagen hat. Also das ist echt super. Wir sind mit voller Freude dabei und man hat einfach die Möglichkeit, dass man sich einen Betrieb einmal an der Öffentlichkeit herzeigen kann. Eine tolle Veranstaltung, tolle Möglichkeit, sich präsentieren zu können. Und wir kennen die Verantwortlichen, die das initiieren, sehr gut natürlich. Und was sie in die Hand nehmen, hat Hand und Fuß. Also eine extrem professionelle Veranstaltung.
wir haben die Möglichkeit natürlich wahrgenommen, diese Plattform zu nutzen. Der ist ganz gut aufgenommen worden und läuft dann nach wie vor noch gut. Der Vormittag war sehr anregend und auch viele Besucher da. War sehr spannend und auch von den Gesprächen her, so Kundengespräche, haben wir gut gefunden. Wie schaffen wir das jetzt, dass wir die jungen Leute ein bisschen was von unserem Beruf zeigen können? Haben wir jetzt deswegen eben so ein Werkstückchen mitgenommen, das man in der Berufsschule, wenn man die Lehre macht, machen muss. Sowohl Unternehmer als auch Besucher waren begeistert von der regionalen Messe. Das war der Tag der Ebser Wirtschaft. Ich hoffe, wir haben euch tolle Eindrücke zeigen können, was die untere Schranne an Wirtschaftsbetrieben hat. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Georg Anker. Nächste Woche auf QTV? Ein Mann wäre fast ertrunken. Ich musste ihm helfen. Deine Besessenheit von den Menschen muss aufhören. Ich will doch nur mehr über sie wissen. Ariel! Nicht! Armes Kind. Ich kann dir helfen. Du kannst in dieser Welt nicht leben, es sei denn, du wirst selbst ein Mensch. Ist das denn möglich? Das ist meine Lebensaufgabe. Was an dir ist anders. Ich weiß nicht, was es ist. Sie hat Beine, du Dussel. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, doch fängt mein Leben dann endlich an. Dann werd ich dein, dann wirst du mein. Welcher Lehrling träumt nicht davon, einen Tag lang Chef zu sein? Im Rahmen eines einzigartigen Projektes ließen Sparsupermärkte in ganz Tirol diesen Wunschgedanken für viele ihrer Lehrlinge zur Realität werden. Vorab gehen wir jedoch kurz in die Werbung. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Lost personas, all is hopeless in the game now. The round of culture flow through those who chase the same clout. The power flowing through the industry got this congested. I'm at that cell if they fit the pen in. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it, DM and it, double send it till they get the message.
sind jetzt gerade beim Eurospar in Innsbruck, haben eine Pressekonferenz über Chef für einen Tag. Meine Aufgabe war, die Position meiner Chefin einzunehmen. Das heißt, ich habe den ganzen Tag den Markt geführt. Die Lehrlingsausbildung ist uns besonders wichtig und da passt immer dieser Leitspruch dazu, den ich oft verwende. Aus Lehrlingen, die etwas dürfen, werden Mitarbeiter, die ganz viel können. Also ich finde, das ist echt gut für jüngere Leute, Verantwortung zu übernehmen und mal was Neues ausprobieren. Und man sieht dann, der Chef hat viel mehr zum Tun als wir. Also das ist echt unterschätzt. Wir begreifen unsere Lehrlinge als Auszubildende und haben bis hier einen Ausbildungsauftrag übernommen. Über diese Generation Z wird viel gesprochen. Sie hat ganz viel zu tun mit Digitalisierung, mit Vernetzung. Aber gerade diese ganze Wertehaltung, da können wir ganz, ganz viel von unseren Lehrlingen lernen. Und das tun wir. Also wir beschäftigen uns ganz, ganz viel auch mit dem Mindset unserer Führungskräfte und Lehrlingsausbilder in diesem Projekt und in der Lehrlingsausbildung. Ich war für die Obst-Gemüseabteilung zuständig und ich habe es super gefunden. Ich war Marktleiterin, ich habe die ganzen Bestände geschaut, Inventuren geschaut, schauen, dass Mitarbeiter den Tag frei haben oder wenn wer ausfällt, muss ich natürlich auch schauen. Ich habe Obst bestellt, dann bin ich für die Frische zuständig, das Obst in der Früh einräumen, schauen, ob die Etiketten alle stimmen, Lagerkorrekturen, Inventuren, Abschöpfungen gemacht, die Spar live geschaut. Also wirklich gefühlt echt alles. Ein Erfolgsprojekt, das sicherlich von sehr vielen nachgeahmt wird. Wir von der Berufsschule können dazu natürlich recht herzlich gratulieren und werden alles dazu machen, um natürlich auch dieses tolle Projekt mit zu unterstützen. Mein Ziel ist es, Marktleiter Stellvertretung zu machen. Deswegen möchte ich nächstes Jahr meinen Jobverkäufer starten. Ich könnte mir schon vorstellen, Marktleitung klingt gar nicht schlecht. Wir bilden 300 Lehrlinge in der Sparzentrale in Wirgl für Tirol und Salzburg in über 21 Lehrberufen aus. Und wir nehmen jährlich 100 neue Lehrlinge auf und freuen uns natürlich auch jetzt wieder auf ganz, ganz viele neue Lehrlinge und Bewerbungen. Und ich sage danke, dass ihr drei Highlight-Thema stellt und da so dabei seid. Vielen Dank. Bravo. Ich bedanke mich fürs Einschalten in dieser Woche und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir euch wieder allerhand Neuigkeiten rund um die Region liefern. Bis dahin alles Gute, euer Albin Winkler. Von der Region für die Region.